Jo, jo würde ich sagen. Und hi und willkommen zum neuen Video. Heute Pioniertag. Heute Pioneer TS-W2552 25 cm Subwoofer. Bisschen staubig. Ja, ich muss mal ein bisschen putzen, glaube ich. Ihr seht ihn vor euch. Sieht auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick interessant aus. Nicht wie ein typischer Subwoofer, wie man das eigentlich sonst so normalerweise kennt. Interessant auffällig ist dieser massive Außenring aus Kunststoff mit sehr großen Schraublöchern. Er ist wirklich wuchtig gegenüber zu typischen Subwoofern. Der ist das immer so vielleicht zwei Drittel von der Größe. Macht etwas Mächtiges her. Sehr interessant auch hier diese Sicke, die wir hier außen haben, die irgendwie Schaumstoff ist, aber so eine komische Beschichtung hat. Das ist Schaumstoff mit einer Art Gewebeeinlage oder sowas. Das ist auch irgendwie eine Langhubsicke, aber noch keine Fatboy-Style-Sicke, so wie das die Ami-Woofer früher alle hatten. Aber sauber verklebt hier auf der Membran. Membran aus Kunststoff, sehen wir hier. Und in der Mitte eine fette, ja, Staubschutzkappe mit Carbon-Optik. Ja, sehr cool. Ja, also wunderbar, so ein bisschen so Tuning-Szene-mäßig, sportlich, motorsportmäßig angehauchter Woofer. Macht optisch auf jeden Fall einen sehr coolen Eindruck. Ja, es wirkt so ein bisschen so mächtig. Ja, wir haben einen Pioneer-Woofer. Ja, also ich habe schon was ganz Dickes. Dicke Eier, sagt man, glaube ich. Muss ja aufpassen, nicht mal zu viel fluchen hier in dem Video oder sowas. Kann sein, das gefällt vielleicht YouTube nicht ganz so. Auf jeden Fall, ja, irgendwie coole Optik mit dieser Carbon-Geschichte hier in der Mitte von der Dustcap mit dem Pioneer Lego, finde ich voll geil. Was immer noch so interessant ist, ja, sechsfach Verschraubung und Rückseite. Rückseite sieht etwas unspektakulär aus, wenn man die Front sieht. Also wir haben einen großen Blechkorb mit großen Streben, ohne hinterlüftete Schwingspule, ich würde sagen. Also wir sehen hier ein paar Löchlein durch, also wir haben doch eine zusätzliche Belüftung in der Schwingspule in der Membran. Man sieht das jetzt vielleicht nicht ganz so im Video, aber hier sind so ganz kleine, hauchdünne Löchlein drin. Ich muss vielleicht mal in Zukunft bessere Beleuchtung kaufen. Wir haben einen fetten, sehr dicken Ferritmagnet drin, wo hier andere Hersteller, was weiß ich, ein Doppelmagnet setzen, ist hier ein fetter, richtig großer, dicker Ring drauf gekommen, massiv verklebt. Wir haben unsere Polklemmbohrung hinten zur zusätzlichen Belüftung der Schwingspule, auch alles unglaublich massiv gemacht. Und dann leider relativ einfaches Anschlussterminal. Also hier hätte man optisch ein bisschen mehr machen können. Aber der Subwoofer ist halt optisch auf der Rückseite auch sehr zurückhaltend. Was daran liegt, dass er ein typischer Gehäuse-Subwoofer ist, der halt reingeschraubt wurde. Man hat den Woofer von vorne gezeigt. Das war ja das, was interessant aussieht. Und da war einem egal, was hinten drauf steht. Aber jetzt kommen wir zu typischer geiler Pioneer-Qualität. Es ist kein typischer China-Woofer, der irgendwo in Fernost oder sowas produziert wurde, sondern es ist ein Pioneer-Woofer made in Mexiko. Das heißt qualitativ doch eine andere Hausnummer als diese China Massenmarktware, was man dann so hatte, ist schon was Gehobeneres, also kein reiner Einsteigerwoofer, der kann schon etwas mehr. Hat eine Schwingspule, die ist mit 350 Watt Sinus dauerhaft belastbar. Hier sehen wir das mit Nominal, mit 4 Ohm, einmal 4 Ohm. Und hat ein Magnetgewicht von 74 OZ, entspricht 2 Kilo, also 2,1 Kilo Magnetgewicht. Der Woofer ist gedacht für Gehäuse. Steht auch hier nochmal drauf, 10 Zoll Enclosure Use Subwoofer. Für zum Beispiel Bassreflexgehäuse kann man ihn wunderbar nehmen, das funktioniert sehr gut, habe ich schon getestet. Hier steht auch irgendwas mit pro Occasion 28,3 Liter, also man denke mal hier Gehäusevolumen so ab 28,3 Liter, das ist ganz okay. Ist halt ein Mexikaner, ist halt keine typische China-Produktion oder irgendwas, ist schon ein etwas besserer Pioneer, könnte man sagen. Ja. Gibt es noch so? Was gibt es ja irgendwas Interessantes? Ja, wir haben einen Wirkungsgrad von 87 dB. Das ist ganz okay für einen kleinen 25er Woofer mit einer Resonanzfrequenz, glaube ich, 18 Hertz, also sehr tief. Also er kann tatsächlich auch recht tief runter, ja, selbst aufgrund seiner Größe. Ja, und ich sag mal, definitiv höher. Ich würde mal so Mittelklasse, vielleicht Oberklasse Woofer sagen, würde ich ihn so einstufen. Auf jeden Fall schon was deutlich Besseres in Sachen Pioneer-Qualität. Wenn man sagen kann, das ist ein richtiger Pioneer-Lautsprecher. Also damit kann man dann durchaus schon Spaß haben. Ja. Gab dann noch eine SPL-Version davon mit, keine Ahnung, 2000 Watt Spule oder sowas oder 1000 Watt Spule, der man dann noch mehr Spaß haben konnte. Ja, so, noch irgendwas Interessantes? Ich glaube erstmal nicht. Wenn Fragen sind, könnt ihr gerne fragen. Ich helfe euch da gerne. Daten im Anschluss wieder unter dem Video. Über ein Abo würde ich mich freuen, über einen Kommentar würde ich mich freuen und sage einfach ciao, bis zum nächsten Mal.